Essen wird überbewertet. Hilfe. Weg mit dir. Du sollst das... Genau, so. Ich sag's mal so, ich mach das noch... Das ist es. Ich habe alle Zensorausgänge von Sascha blockiert. Das muss ich ihm erzählen. Junger Mann, ich hoffe, du hast heute eine Lektion gelernt. Ja, habe ich. Dass Schießen Spaß macht und nützlich ist. Nein, dass du die Kontrolle nur schwer wiedergewinnst, wenn du sie verloren hast. Ja, Gedanken müssen immer zu 100% unter Kontrolle sein. Nein. Wenn du versuchst, unangenehme Gefühle komplett zu unterdrücken, werden sie größer und größer und können explodieren. Oh, ja, was geschehe denn, wenn sie, sagen wir, all ihre Zensorausgänge völlig blockieren? Tja, dann würde sich die innere Zensorenenergie aufstauen. Aha. Bis sie irgendwann... Nun, Lauf, Rasputin. Lauf schnell. Was ich sagen wollte, ist eigentlich, wenn wir diesen ganzen Blödsinn hinter uns haben. Ihr seid meine eigene Schöpfung. Ich befehle euch, aufzuhören. Rasputin, es ist Zeit, dir den Abzeichen zu verdienen. Das glaube ich auch. So, gut. Mit dieser Erklärung habe ich jetzt auch etwas Zeit für meine eigene Erklärung. Nachdem ich mich hier durch Sascha Nein durchgekämpft habe, werde ich einen kurzen Cut machen, werde ich etwas zu Abendessen gehen und dann werde ich weitermachen. Hast du ein Ziel mit deinem geistigen Fokus erfasst, drücke Leertaste bzw. A müsste das bei mir sein und verwende die Pfeiltasten in einer beliebigen Richtung. Sehr nützlich, um deine Gegner zu umkreisen. Cool. So, und... Okay, das tut ordentlich weh. Genug Unfug, Rasputin. Vernichte ihn. Das ist ja auch geil gemacht. So, lass mich. Genau. Ich kann nicht abschießen. Rasputin! So. Wieso erlangt er seine Kraft wieder? Okay, mach ich das einfach mal kaputt. Sind das Bonusziele oder muss ich die... Leg mich hin! Wie soll ich den ablegen? Oder abziehen? Ach Gottchen. Und wieso? Hier, komm. Ist recht. Drück ihn mal auf den Boden. Ach Gottchen. So, ich mach erstmal diese ganzen komischen Teile hier weg. Uiuiui. Und dann werde ich mich nachher um den kümmern. Den auseinanderzunehmen. Wie versorgen die kleinen Zensoren den großen mit neuer Energie? Das ist gut zu wissen. Auch wenn ich nicht weiß, wie er gerade auf diesen Geistesblitz gekommen ist. Egal. Ach man, diese Kamerawechsel. Zieh mich ab und leg mich hin. Na toll. Die kleinen Zensoren bessern seine Stärke auf. Du musst sie aufhalten. Ja, das hat mir bereits Rasputin erklärt. Ja, komm, ihr Energiestücke, komm zu mir. Echt? Mentale Energie, komm zu mir. Ich habe gar keine Zeit, das Teil anzuschießen. Au! Ach Gott. Ist ja schon interessant, was Sascha Nein in seinem Kopf hat rumschwirren. So, was ist nun mit dir, du fetter Zensor? So, erstmal klein weghauen. Was zur Hölle? Das ist nicht nett. So, dann muss ich nochmal die Kleinen wegschießen und beim nächsten Mal besser ausweichen. Zum Beispiel so. Hui, und da fliegt es. Okay, bam, bam. Och je. Ist ja gar nicht mal so einfach. Ach Gott! Verdammte Scheiße! Die rollen hier die ganze Zeit rum. Ach je. So, gut. Weg mit euch kleinen Zensoren! Und gib mir doch mal wieder etwas Lebensenergie. Hilfe. Wow. Immer schön um die Ecken denken. Hilfe. Oh mein Gott. Ah. Oh. Ich krieg gar keine Lebenspunkte wirklich wieder. Ah. Blöde Zensoren. Oh.
Nein, 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 nein! Ach shit. Ich bin gerade sehr unter Stress. Das ist gut. Verdammt, das war nicht so gut. Aber das merke ich mir für diese ganzen kleinen Sensoren, dass das sehr effektiv ist. Oh, das ist sehr schön. So, euch kriege ich so weg. Okay. Irgendwie brauche ich einen Plan. Für den Dicken hier. Ah. Das ist stressig. Das ist richtig stressig. So, weg mit dir. Anvisieren. Und ausweichen. Und ausweichen. Ach Mensch. Verdammt normal. Der wirft das Teil doch später ab, als ich dachte. Und das wird mir zum Verhängnis. Hier, komm doch mal zu mir. Spring doch nicht immer weg. Oh, kommt schon. Ich habe nicht mehr viel Lebenspunkte. Uah. Ach Gottchen. Wow. Hilfe. Das ist ein riesiger Sensorblock. Rums. Ja, ist gut. Erstmal weg mit dem Kleinen. Bitte, danke. Oh. Es reicht. Der haut mich im Nahkampf einfach platt. Ja, ist exzellent. Du hast alle Ventile geschlossen. Er kann sich nicht regenerieren. Jetzt gib's ihm. Ja, das ist schon mal schön, dass er sich nicht regenerieren kann. Ach du Kacke. Ach du Kacke, ist das ein Chaos hier. Hilfe. So. Okay, das heißt, ich kann über die kleinen Sensoren hinwegschießen. Ach ja. Rasputin! Lass mich doch runter. Verwende deinen geistigen Fokus, Rasputin. Dann schießt du genauer und kannst besser ausweichen. Gut. Dann mache ich das jetzt. Wow. Wie gesagt, der wirft anscheinend viel später, als ich es zuerst denke. So, und jetzt brauche ich erstmal wieder etwas Lebenskraft. Ach, komm schon. Und jetzt springt mir die Lebenskraft davon, das ist doch... Komm, 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 komm. Oh, ey. Diese Lebenskraft. Hm. Ich muss größtenteils immer wegrennen. Hier, komm, nein. Wow. Hilfe! Es ist ein riesiger Zensurblob. Jetzt dreh dich doch mal richtig. Verdammt nochmal. Egal wie ich mich gerade drehe, er visiert ihn nicht richtig an. Und wenn ich ihn richtig anvisiere, dann trifft er nicht. Boah, ist das ein Stress. Ist das ein Stress. So, danke Lebenspunkte. So. Lass mich. Oh, ich hab dich schon fast down. Sehr gut. Ich glaube, das Abendessen habe ich mir danach richtig verdient. Ja, kommt hier. Oh. Zumindest liegt dir jetzt... Was weiß ich, wie viel Lebenskraft rum. Ach, egal. Komm, lass mich runter. Noch ein Treffer und dann bist du Geschichte. Rolle seitwärts. Lass dich nicht einstampfen und versuch, hinter ihn zu gelangen. So. Ach, so geht das mit der Rolle. Na super. Na... Wäre ich vorher nicht in Panik verfallen. Ansprache und lerne eine neue Lektion. Nein, hier ist ein Abzeichen. Lass uns nie wieder davon reden. Awesome. Wir kommen weiter, ohne viele Worte zu verlieren. Zumindest was das Schanein angeht. Was unseren Psy-Schlag angeht, damit müsste ich noch ein bisschen trainieren. Mit den Ausweichen... Das habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Zumindest etwas. Ich will noch weiterschießen. Schon gut. Genug mit meinem Verstand. Den werden wir jetzt für eine Weile verlassen. Jetzt ist deiner dran, ja? Geh zum Gehirnmixer, wenn du bereit bist. Es scheint Sascha Nein unangenehm zu sein. Oh, und ich glaube, wir haben einen fünften Lebensbalken, Lebensgehirn zu bekommen. Zum Gehirnmixer zurückkehren. Ja, da stehen wir hier. Und da werde ich jetzt auch erstmal euch
hier verlassen. Wir sind noch ein Hirnanfänger, ja, ist okay. Und wie gesagt, ich werde mal fix was Abendessen gehen. Ich lasse die Aufnahme einfach laufen, weil dann kann ich es viel leichter cutten und dann bin ich direkt auch wieder dabei. Also, bis gleich. So, hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Let's Play Psychonauts. Nach 6 Toastscheiben mit Käse, mit Gouda und einem kurzen Abstecher zur Toilette bin ich nun endlich gewappnet, um pausenlos weiter aufzunehmen. Yay. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch im Part drin ist oder nicht, aber wir waren gerade aus Sascha Neins Gedächtnis verbannt. Ja, und ich denke, mittlerweile hat wohl jeder verstanden, warum sein Nachname Nein ist, ne? Mit den ganzen Zensoren und sowas alles. Ja, aber nun, genug von Sascha Neins Verstand, jetzt sollen wir uns um unseren eigenen kümmern. Und das heißt, dort gehen wir jetzt auch rein. Moment, ich will kurz... Ah, okay. Das ist, Scharfschießen ist dann der Psi-Schlag, ne? Okay. Verstanden. Rufen wir kurz vorher mal unseren Meister. Yeah. Da ist wieder dieser Geruch. Ja, dieser Geruch. Agent Kruller, haben Sie ein Rat zur Lage parat? Ja, was sagt er denn gerade so? Hm? Agent Kruller, haben Sie ein Rat zur derzeitigen Lage parat? Jetzt, wo dein Verstand eine tödliche Waffe ist, solltest du dem Müllspucker eine Lektion erteilen. Dem in der Vision, nicht Sascha. Ja, das muss man schon genau nennen, ne? Sonst kann jemand auf falsche Gedanken kommen. Ein Feindzielanalyse, was ist das denn? Ich brauche eine Feindzielanalyse. Welches Ziel? Sehr gute Frage. Und was, wenn man von 1 Million winziger Zensoren überrannt wird? Was sagt denn der Agent Kruller dazu? Und was, wenn man von 1 Million winziger Zensoren überrannt wird? Ah, die Handbombe! Spring in die Luft und schlag zu! Du landest dann so hart, dass die kleinen Burschen wie Popcorn zerplatzen! Ja, das haben wir vorhin ja auch gut genutzt, würde ich sagen. Also zum Ende hin. Am Anfang lief das ja nicht ganz so gut. Aber naja. Was ist mit den Zensoren, die herumballern? Oh, die musst du mit deinem geistigen Fokus erfassen. Dann spring nach links und rechts, um ihren Schüssen auszuweichen und verpasse ihnen Psi-Schläge von Weitem. Sehr gut. Und zuletzt dann noch die normalen Zensoren. Wie bekämpft man Zensoren? Eigentlich egal. Man kann sie schlagen, mit einem Psi-Schlag eindecken. Es macht auch Spaß, sie in Brand zu stecken oder zu verwirren. Hebe sie mit Telekinese hoch und schmeiß sie weg. Schleich dich unsichtbar an sie ran. Ganz spaßig, die Burschen. Ja, Telekinese haben wir noch nicht, aber das werden wir später nochmal bekommen. Und wir werden irgendwann sowieso noch die älteren Gebiete, zum Beispiel auch Sascha Neins Verstand, besuchen müssen wegen den ganzen Spinnennetzen und wegen Sachen, die wir nicht gefunden haben. Haben Sie schon mal eine Pflanze mit Augen und Zähnen gesehen? Schon mal eine Pflanze mit Augen und Zähnen gesehen? Oh ja, die zusammengerollt gegen Angriffe unempfindlich sind. Ich hasse die. Geh nah genug an sie ran, damit sie aufwachen und dann schnell den Psi-Schlag einsetzen. Mit Augen und Zähnen. Irgendwie ist mir das gerade total entfallen, wo man die gesehen hat. Sie waren sehr hilfreich. Vielen Dank. Viel Glück. Nun gut. Das heißt, wenn wir in so einer brenzlichen Situation sind wie in Sascha Neins Gehirn, kann man so wohl... Soll sich so eine kleine Auszeit holen, wenn man sich unseren Ford Crawler dazu holt. Unseren Lehrmann.